So Leute, heute kam wieder Post. Ihr könnt schon ahnen, was es war. Ich zeige auf meine Zeichnung, wie ich schon angekündigt habe. Die Sucker Punch Amber Figur von Hot Toys. Heute angekommen und natürlich super genial. Verpackung ähnlich wie bei Baby Doll, nur diesmal in einem grünen Ton. Auch mit dem schönen Artwork drauf. Sehr genial gemacht. Das Hot Toys Zeichen. Bisschen die Erklärung zu Amber ist natürlich dabei. Auf der Rückseite habt ihr ein wenig die Geschichte. Bisschen schwer zu sehen, aber na gut. Alles soweit drauf. Des Weiteren habe ich noch gar nicht bei Baby Doll gezeigt. Die Verpackung selbst hat hier so einen schönen Gummizug, womit das zusammengehalten wird. Also müsst ihr vorsichtig dann hier aufmachen und dann einfach das Grüne rausziehen. Ja, gar nicht weiter drum herum reden. Packung beiseite und euch mal Amber zeigen. Da ist sie. Ja. Wackel, wackel. So. Da ist Amber. Gefällt mir auch wieder sehr gut. Auch mit dem Lolli. So wie hinten auf dem Bild, was ich gezeichnet habe. Der Lolli ist an der Hand festgemacht, also ihr könnt ihn nicht abmachen. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm, finde ich. Ja, was war alles dabei? Also, die Mütze war dabei. Die ist natürlich komplett aus Plastik. So, schmeiß weg. Hat ein Magnet drin. Damit könnt ihr die oben am Kopf festmachen. Dann passiert nichts, fällt nichts runter. So. Ja, eine Pistole war dabei. So ähnlich wie bei Baby Doll selbst. Ein paar Magazine, die konnte man dann hier reinstecken. Hier sind sie drin. Kopfhörer, da sie ja nun im Film ein Hubschrauber fliegt und auch dieses abgefahrene Flugzeug. Kann man leider nicht so sehen heute, die Beleuchtung ist bescheiden. Ist komplett aus Metall, wirklich sehr detailreich. Super genial, aber eigentlich zu schade, um es Emma um den Kopf zu setzen, das mache ich auch nicht. Könnte auch richtig verstellen und verschieben, auch hier das Mikro rein, raus. Da sieht man es doch gut. Schon genial, mal wieder. Des Weiteren war noch ein kleines Feuerzeug dabei, das habe ich jetzt mal in der Packung gelassen. Das geht mir sonst verloren, das möchte ich nicht. Das Küchenmesser. Wer den Film kennt, weiß, dass das Küchenmesser auch eine Rolle in dem Film gespielt hat. Das habe ich jetzt mal so in die Hand gegeben. Passt eigentlich. Ja, das war es soweit, was dabei war. Noch ein paar Hände halt wieder und Ersatzgelenke. Jo. So, zur Verarbeitung muss ich sagen, bin ich auch wieder sehr begeistert. Also ich habe keine Materialfehler etc. gesehen. Wirklich sehr fein wieder ausgearbeitet, jeder Reißverschluss. Auch das Material selbst ist genial. Also ist wieder gut geworden. Sieht dem Filmoriginal sehr nah aus. Die Schnallen, die ihr hier seht, die dürften sogar aus Metall sein am Gürtel. Jetzt sieht man sogar die Details am Bauch. Also auch wieder aus Gummi. Genauso wie der obere Bereich. Wie bei Baby Doll. Der Kopf natürlich nicht. Aber der gefällt mir auch sehr gut. Die Augen haben wieder was Lebendiges. Die Haare sind diesmal natürlich nicht echt Haar, sondern gefertigt mit dem Kopf halt selbst. Das macht aber nichts. Ja. Kriege ich so nicht in den Fokus, schade. Doch, jetzt habe ich sie. Ist schon ganz nett geworden.
hat was. Eine weitere Barbie in meiner Sammlung. Nein. Aber hier seht ihr auch nochmal die Details, der Reißverschluss. Die wären, wenn man es möchte, sogar funktional. So, da seht ihr auch nochmal die Naht generell. Das Holster, sehr verspielt auf dem Rücken, so wie es halt im Film ist. Müsste auch wieder Metall hier sein. Das Holster selbst, wo die Pistole reinkommt, da habe ich die Pistole jetzt noch nicht reingemacht. Das ist mir immer so ein bisschen viel. Nein, das ist natürlich sehr fein und sehr dünn. Ihr könnt da diesen Knopf sehen. Ja, auf jeden Fall hier in dem Bereich. Da. Das da jetzt rauszunehmen, das mache ich jetzt nicht. Ich hatte das bei Captain America gemacht. Das kann ganz schnell mal kaputt gehen, weil, wie gesagt, das ist echt sehr dünn und filigran halt. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Echte Strumpfhose, haha. Die Stiefel auch wieder super. Sehr genial gemacht. Natürlich ist ein Material, das ist Kunststoff. Ihr könnt es aber trotzdem relativ gut bewegen, das geht alles. Aber haben sie gut gemacht. Auch so die Schnürung sieht super aus. Mit den einzelnen kleinen Knöpfen da sogar dran oder was das ist. Ja, ansonsten kommt sie auf dem Hot Toys typischen Ständer, wo ihr sie raufsetzen könnt. Mit Sucker Punch Schriftzug und davor die, das Namensschildchen. Kennen vielleicht einige von euch jetzt noch nicht. Ich nehme sie mal runter. Also wirklich so ein ganz normaler Ständer zum Hinstellen. Könnt ihr auch noch rausfahren, nach oben hin. Wenn er will, will er nicht. Müsst ihr zusammendrücken, nach oben ziehen, halt, da könnt ihr sie halt mit sicher hinstellen. Einfach wieder rein. Ich hatte mal irgendwie jemanden, der hatte wohl mal gefragt, was das ist, was da zwischen den Beinen rausguckt. Jetzt wisst ihr es. Damit wird die Figur gehalten. Ja. Also wie gesagt, ich als Sucker Punch Fan bin natürlich voll angetan. Recht genial wieder. Größer als Baby Doll. Also Baby ist echt die kleinste in meiner Sammlung. Aber passt super dazu. Und auch die Ähnlichkeit zu Jamie Chung, das ist die Schauspielerin, die ist recht gut gegeben. Da kann man sich nicht beschweren. Wirklich schön. So. Ja, das sieht doch echt gut aus. So im Hintergrund mit dem Bild. Jetzt werde ich mal kurz aufstehen und Amber zu den anderen packen, damit ihr auch den Größenvergleich habt. So, gleich neben Baby Doll. Da haben wir sie. So, da seht ihr es. Amber ist natürlich ein bisschen größer. Jetzt auch so zum Vergleich Thor daneben wieder. Cap. Also passt schon. Sind die beiden Mädels nun endlich vollständig. Wie ich schon gesagt habe, Hot Toys wird wahrscheinlich keine der weiteren Mädels machen. Finde ich schade. Wirklich sehr schade, weil das ist ein geniales Team. Das wird sich gut hier oben machen. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Aber optisch wieder mal genial. Also passt gut in meine kleine Sammlung. Die wächst und wächst. Für dieses Jahr, 2012 war es das erstmal, vielleicht nächstes Jahr, kommen noch ein, zwei Figuren dazu. Ich weiß es nicht, finanziell ist momentan noch nicht so dolle. Aber ich habe noch den Batman aus The Dark Knight Returns im Hinterkopf. Der gefällt mir auch sehr gut. Ist auch eine DX-Version. DX heißt so wie Jack Sparrow.
mit beweglichen Augen etc. Aber mal schauen, der ist natürlich nicht billig. Ich habe jetzt für Amber 189 Euro bezahlt. Ist schon stattlicher Preis. Aber dafür, dass man es in Deutschland so gut wie nicht mehr kriegt, ist das völlig okay. Bedanken will ich mich auch noch bei scenecollectibles.com. Danke, Kara, dass ich wieder eine super Figur von dir gekriegt habe. Wie du siehst, ist sie gut angekommen und alles super. Also keine Produktionsfehler etc. Die Verpackung war völlig in Ordnung. Alles gut. Jo. Falls ihr noch Fragen habt, Kommentare, könnt ihr ja gerne wieder unten drunter schreiben, wenn ihr möchtet. Ansonsten hoffe ich, hat es euch wieder mal gefallen. Ich bin ja jetzt hier nicht der Profifilmer. Aber so habt ihr sie mal gesehen. Jo. Wenn ihr eine Review von irgendwelchen anderen Figuren von mir haben möchtet, kann ich das natürlich gerne machen. Müsst ihr mir Bescheid sagen. Macht natürlich Spaß. Ja, zum Beispiel der Jack, der würde sich wirklich mal lohnen mit den ganzen Details. Das ist nochmal eine ganz andere Klasse wie jetzt hier im Gegensatz zu Thor und Co. Aber hier geht es um Ember. Und mit der bin ich echt zufrieden. Macht sich wirklich super neben Baby Doe. Da schlägt das Sucker Punch Fan Herz höher. Echt super. Okay, das war's. Wie gesagt, wenn noch was ist, schreibt unten in die Kommentare. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und macht's gut, Leute.